Maybe it's just so old wie ich. 1936 ist der Karl Valentin nach Amerika gefahren, weil er gesagt hat, er möchte einmal einen heiligen Abend in New York verbringen. Damals hat es noch kein Flugzeug gegeben, das was er weit geflogen ist. Also er war also auf dem Schiff und plötzlich fängt das Schiff zum Brennen an und alle rennen mit dem Eimer und wollen löschen. Bloß der Karl Valentin steht blöd da. Da sagt der Kapitän, ja Herr Valentin, wollen Sie nicht auch ein bisschen mitlöschen? Sagt er, ja mit was denn? Ja, sagt er, sehen Sie das Wasser nicht da ringsherum? Sagt er, doch, aber ich hab mir gedacht, das brauchen wir noch zum Heimfahren.